Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Medienkommentarsendung zu den Umsturzversuchen in der Ukraine. Seit Wochen finden dort zahlreiche gewaltsame Demonstrationen statt, die von einer Oppositionsbewegung getragen werden, die zum einen den Rücktritt von Präsident Janukowitsch und zum anderen aber auch den Beitritt der Ukraine in die EU erzwingen will. Gemäß der Berichterstattung in unseren Medien bekommt man den Eindruck, dass diese Demonstranten einen Großteil der Bevölkerung repräsentieren. Wer sich aber im Lande selbst umhört, dem stellen sich die Zusammenhänge anders dar. So berichten zum Beispiel Bürger der Stadt Dnepropetrovsk, dass in ihrer Stadt alles friedlich war und keiner die Oppositionsbewegung mit Demonstrationen unterstützt hat und auch nicht unterstützen will. Doch eines Tages erreichten große Busse aus Kiew die Kleinstadt in der Ukraine. Diese waren gefüllt mit gewaltbereiten Demonstranten, die kamen, um den Eindruck zu erwecken, dass auch hier die Bürger unzufrieden mit der von ihnen gewählten Regierung seien. Die Vermutung liegt nahe, dass dies kein Einzelfall ist. So bezeugen andere Bürger der Ukraine, dass ein Großteil der Bevölkerung ganz und gar nicht hinter der Opposition steht. Sie hätten nur nicht die Möglichkeit, sich zu vernetzen und gemeinsam auf die Straße zu gehen. Sonst würde es längst massive Gegenbewegungen geben, die weit größer wären als die der gewaltbereiten Opposition. Dies deutet auch eine friedliche Demonstration an, die am 23. Januar stattfand und von den westlichen Medien völlig unbeachtet blieb. Tausende Demonstranten umzingelten die US-Botschaft in Kiew. Die Gruppe Bürger aus Kiew für eine saubere Stadt forderte ein Ende der Gewaltausbrüche in der Stadt und sieht hinter den gewaltsamen Demonstrationen einen von den USA angezettelten und geschürten Kampf. Ivan Prochenko, einer ihrer Anführer, sagte dazu: "Die USA steht hinter dem, was in Kiew jetzt gerade passiert. Das Geld kommt von dort. Das muss aufhören. Deshalb sind wir hier, um der ganzen Welt kundzutun: USA, stopp! USA, wir brauchen Frieden." Sehen Sie hierzu auch unseren Medienkommentar vom 2.12.2013 mit dem Titel "Euro-Integration der Ukraine". Immer wieder fragt man sich, weshalb westliche Medien solche Ereignisse wie zum Beispiel diese große friedliche Demonstration an der US-Botschaft in Kiew mit keinem Wort erwähnen. Und dem Wunsch jener Gruppe, ihren Notschrei der ganzen Welt kundzutun, nicht nachkommen. Es erhärtet sich der Verdacht, dass westliche Medien gezielt als Instrument agieren, um politische Entwicklungen voranzutreiben oder zu unterbinden. Wie sonst ließe sich das Schweigen der Medien erklären? Eine tatsächlich freie und unabhängige Presse hätte keinerlei Grund, über die eine Art Demonstration zu berichten und die andere zu verschweigen. Wenn dies stimmt, wer sind dann die treibenden Kräfte hinter diesen Medien? Klagemauer TV möchte sich noch viel mehr mit diesen Fragen auseinandersetzen und Ihnen ermöglichen, auch von jenen Ereignissen und Zusammenhängen zu hören, die in den Mainstream-Medien unterschlagen werden. Sie helfen uns, wenn Sie Klagemauer TV auf der ganzen Welt bekannt machen und über das Online-Formular selbst fertig formulierte Klagen einreichen, die Licht in die Hintergründe bringen. Uns bei Klagemauer TV erreichte ein Leserbrief eines ukrainischen Bürgers, der aus seiner Sicht sehr interessante Gedanken über die EU äußert. Hier hören Sie die ungekürzte Fassung. Derzeit drängt bei uns in der Ukraine alles in Richtung Unterzeichnung des EU-Assoziierungsabkommens. Aber weiß das demonstrierende Volk auch wirklich, wofür es kämpft?
Gesehen wird meist nur der europäische Wohlstand, der über lange Zeit durch harte Arbeit, Fleiß und geschicktes Wirtschaften mit dem Vorhandenen entstanden ist. Ein beeindruckendes Beispiel ist Deutschland, das nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Trümmern wieder neu aufgebaut wurde. Aber es muss uns bewusst werden, dass das Deutschland heute ein anderes ist, als wir es noch in unserer Vorstellung haben. Ich bin jedes Jahr bei meinen Freunden in Deutschland zu Besuch und sehe, wie sich die Gesellschaft gewandelt hat. In der jungen Generation ist nicht mehr viel von der Ordnung und dem Fleiß übrig geblieben. Diese jungen Leute schwimmen voll im Mainstream aus Amerika mit. Es sind zwei verschiedene Europa, zwei verschiedene Deutschland. Das eine ein Symbol für Zuverlässigkeit, Ordentlichkeit, Recht und Zivilisation. Das andere eine verwesende, unmoralisch werdende Wegwerfgesellschaft ohne Zukunft, die das kaputt macht, was die Generationen zuvor aufgebaut haben. Sowohl Deutschland als auch die Ukraine sehen sich mit dem gleichen Problem konfrontiert, nämlich den Neueinführungen durch den Einfluss der USA und der EU, die im Begriff stehen, menschliche Intelligenz, ein blühendes Land und eine gesunde Gesellschaft zu zerstören. Es gilt, klar auseinanderzuhalten, an was wir uns anschließen wollen, wohin die Reise wirklich geht. Wir brauchen mehr von solchen Medien, die darüber berichten, wie es innerhalb der EU tatsächlich aussieht. Wir hier bei Klagemauer TV versuchen, Missstände innerhalb der EU aufzuzeigen. Darum schauen Sie sich auch andere Beiträge auf Klagemauer TV an. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, der UN-Sicherheitsrat hat eine EU-Militärmission in der Zentralafrikanischen Republik bewilligt, wie die Medien heute berichteten. Die EU wolle mit 600 Einsatzkräften die 1600 bereits in Zentralafrika stationierten französischen Soldaten unterstützen. Das Land werde von einem blutigen Religionskonflikt erschüttert, erklärt die Zeit und titelte: Weil sich Christen und Muslime in der Zentralafrikanischen Republik bekriegen, hat die EU einen Militäreinsatz beschlossen. Der Konflikt in Zentralafrika kann auf keinen Fall auf eine Konfliktlinie Christen gegen Muslime reduziert werden, sagt der Direktor des Internationalen Flüchtlingsdienstes JRS Peter Balleis. Die Religion wird für politische Ziele missbraucht, während allerdings Imame und Kirchenführer bemüht sind, die Menschen zum Frieden und zur Versöhnung zu bewegen, erklärt er weiter. Seit dem Sturz von Staatschef François Bozizé im vergangenen März 2013 in Zentralafrika sind dort Gewalt und Unsicherheit an der Tagesordnung. Der damalige Putsch wurde vom Ausland begrüßt. Die TAZ titelte: Umsturz schafft Chancen und erklärt, die neu an die Macht gekommenen Rebellen könnten dem Land zur Demokratie verhelfen. Das nun entstandene Chaos begründete jetzt einen EU-Militäreinsatz, für den kritische Denker ganz andere Beweggründe als die der humanitären Hilfe vermuten. Schon im Jahr 2011 berichtete Radio Afrika TV von den französischen Uraninteressen in der Republik. Da Frankreich komplett auf Atomenergie baue, seine eigenen Uranvorkommen jedoch aufgebraucht habe, benötige es dringend billiges Uran. Radio Afrika dazu: Der französische Atomkonzern Areva deckt seine Urannachfrage aus dem Niger. Doch der Niger hat die Verträge neu verhandelt und liefert nun einen Teil seiner Produktion nach China und Kanada. Die Franzosen müssen sich nach neuen Quellen umsehen. Besonderes Augenmerk richten die Fördergesellschaften in den letzten Monaten auf die bereits bekannten, aber nicht ausgebeuteten Uranvorkommen in der Zentralafrikanischen Republik. 40.000 Tonnen Uran werden alleine in der Region Bokuma vermutet. Ein riesiger Reichtum, zumindest theoretisch. Meine Damen und Herren, könnte es sein, dass hier die Religion einmal mehr als Sündenbock herhalten muss, um kolonialistische Feldzüge zu rechtfertigen?
Die weitreichendste Form imperialer Ausdehnung ist die der Europäischen Union. Die postmoderne europäische Antwort auf Bedrohungen besteht darin, das System eines kooperativen Imperiums immer weiter auszudehnen. Beim Umgang mit der altmodischen Sorte von Staaten außerhalb der postmodernen Grenzen müssen sich die Europäer auf die raueren Methoden früherer Zeiten zurückbesinnen. Gewalt, präemptive Angriffe, Täuschung, was immer auch für diejenigen notwendig ist, die noch in der Welt des 19. Jahrhunderts gefangen sind, wo jeder Staat für sich existierte. Im Dschungel muss man sich an die Gesetze des Dschungels halten. Souveränitätsverlust durch EU-Vertrag. Welcher Bundesbürger, der noch einen Funken klaren Verstand hat, würde einen Vertrag mit folgendem Inhalt abschließen? Ich verpflichte mich hiermit bedingungslos und unwiderruflich, Kapital in jeder geforderten Höhe innerhalb von 7 Tagen an eine Behörde zu zahlen. Diese Behörde kann ihre Forderungen mir gegenüber jederzeit einklagen. Ich verzichte hiermit auf jeden Rechtsanspruch. Es ist unglaublich. Einen Vertrag mit genau diesem Inhalt haben unsere angesehenen Bundestagsabgeordneten am Freitag, den 29. Juni 2012 im Deutschen Bundestag abgesegnet. Es handelt sich um einen Staatsstreich. Wir treten mit diesem Vertrag unsere Souveränität an einen 17-köpfigen ESM-Gouverneursrat ab. Der Vertrag ist vergleichbar mit dem Ermächtigungsgesetz. Jeder Bundestagsabgeordnete, der diesem Gesetz zugestimmt hat, hat Hochverrat am deutschen Volk begangen. Horst Seehofer hat am 20. Mai 2010 die Wahrheit ausgesprochen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Die weitreichendste Form imperialer Ausdehnung ist die der Europäischen Union. Die postmoderne europäische Antwort auf Bedrohungen besteht darin, das System eines kooperativen Imperiums immer weiter auszudehnen. Beim Umgang mit der altmodischen Sorte von Staaten außerhalb der postmodernen Grenzen müssen sich die Europäer auf die raueren Methoden früherer Zeiten zurückbesinnen. Gewalt, präemptive Angriffe, Täuschung, was immer auch für diejenigen notwendig ist, die noch in der Welt des 19. Jahrhunderts gefangen sind, wo jeder Staat für sich existierte. Im Dschungel muss man sich an die Gesetze des Dschungels halten.